Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute wollen wir uns den Mage Tower für den Destro Hexer angucken. Und dazu war ich mittlerweile in der Lage, auch diese Challenge abzuschließen. Und ja, jetzt wollen wir uns mal anschauen, was wir für ein Gear uns am besten holen, was für Consumables und dann was für eine Skillung. Und dann wollen wir einmal durchschauen, was für Fähigkeiten die verschiedenen Bosse dort haben, beziehungsweise wie wir den Account am besten unterspielen. Als allererstes, was gibt es im Mage Tower? Wir kriegen ein schickes Transmog-Set. Das ist das hier, was ich auch gerade schon anhab. Ich finde es eines der nicesten überhaupt. Und ihr seht, hier hat man auch noch so nette Flügel. Ist das T20-Set und dementsprechend in einer anderen Farbvariante hier im Rot. Und das ist sehr, sehr nice. Meiner Meinung nach das schönste Set, was wir über den Mage Tower bekommen können. Zusätzlich gibt es dann auch noch ein Mount, wenn ihr alle 7 Challenges fertig habt. Mir fehlen jetzt noch 2 und ja, sobald ich die habe, gibt es dann dieses schicke Mount. Das könnt ihr euch dann auch noch erspielen. Müsst ihr aber leider mit ein paar mehr Klassen als mit dem Hexenmeister an die ganze Geschichte ran. Wo befindet sich der Mage Tower? Wir sind einmal hier auf den verheerten auf der verheerten Küste und dort hier im Lager auf den Koordinaten 44, 63 ist der Mage Tower. Da können wir mit dem Typen hier hinten quatschen. Der bringt uns je nach Spezialisierung in eine andere Challenge und das Ganze läuft so lang wie die Time Walker Event oder das Time Walker Event von Legion am Start ist. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein, mit was für einer Skillung ich gespielt habe. Ich habe einmal hier Ausrottung genommen, dann einmal hier Schattenbrand, Dämonenhaut, den Kataklysmus, wir können hier nämlich ein bisschen was weckerehen, dann weltliche Ängste, das ist ganz nett mit dem 4, loderndes Feuer haben wir. Und finstere Seele, Instabilität, da haben wir noch ein CD, wobei ich den gar nicht so oft genutzt habe, aber der ist auf jeden Fall auch ganz nett, wenn man den hat. Dann gucken wir mal ins Gear rein. Ich habe mir wieder wie bei den anderen Challenges hier bei dem Charm quasi auch ein Stoffgear diesmal gebastelt. Das kann der Schneider herstellen und zwar, wenn ihr Mist of Pandaria Schneider seid, könnt ihr euch einmal hier Items herstellen und diese Items haben jeweils Sockel drauf. Ihr könnt diese Items dann mit den Relikten der Vergangenheit auf Item Level 54 upgraden. Habt dann 54er Gear mit Sockeln und den Stats, die ihr hoffentlich auch brauchen könnt. Ich habe mich beim Destro ein bisschen informiert. Der braucht anscheinend Tempo und Mastery. Das habe ich dann auch hier auf den meisten Teilen drauf. Also ich habe fast überall Tempo und Mastery drauf. Auch noch zusätzlich Tempo und Mastery gesockelt. Beziehungsweise hauptsächlich Tempo. Am besten wäre tatsächlich inzusockeln. Ihr seht, ich habe hier ein paar Insockel auch drin. Aber hier auf dem Server sah es leider mau aus an Insockeln. Deswegen musste ich auf Mastery auf Tempo ausweichen. Solltet ihr Intsockel, epische Intsockel zur Verfügung haben, haut am besten Int rein. Das soll ein bisschen besser skalieren tatsächlich. Verzauberung seht ihr auch. Ich habe Tempo verzaubert, Ausdauer und geringe Geschwindigkeit. Ihr müsst auch ein bisschen rumlaufen, macht auf jeden Fall Sinn. Bisschen Primärstats und hier haben wir die himmlische Führung drauf. Da habe ich dieselbe Waffenverzett auch wie bei der Eule und im Heal-Druid auch draufgehauen. Dann Meta-Gem haben wir auch hier drauf. 3 Intelligenz und 3% mehr Crit haben wir hier drauf. Soweit zum Gear. Ich habe gespielt einmal mit der Samenkapsel. Die bekommt man vom Aryl Nightmare vom ersten Boss. Nitendra heißt der. Man kann es im NHC farmen, im HC, im Mythic und im LFR. Also ihr habt 4 Chancen plus dann nochmal die 3 Bonus-Rolls, die ihr euch in Dalaran holen könnt. Heißt, die müsstet ihr eigentlich relativ easy bekommen. Bis jetzt habe ich es bei jedem Char eigentlich easy bekommen können. Und das könnt ihr mit fast in jedem Mage Tower benutzen, weil es sehr starker HE-Schaden ist, der euch sogar auch nochmal ein bisschen heilt. Genau, also mit dem Trinket habe ich gespielt und dann solltet ihr am besten ein zweites Passiv-Trinket haben. Ich hatte mit dem Hexer überhaupt keine Trinkets und dann habe ich mir über eine World Quest diese Glocke geholt. Die hat einen relativ starken Mastery-Effekt, ist nicht schlecht, würde ich aber nicht empfehlen. Wenn ihr irgendein Passiv-Trinket habt, das stark ist, holt euch das. Zum Beispiel von Iska gibt es eins in HFZ, das soll relativ gut sein. Oder ihr habt das Mechagon-Trinket, das ist zwar kein passives, aber das könnt ihr auch hernehmen. Und ja, jegliches andere geht natürlich auch aus Shadowlands. Ne? Aber das hier, die Samenkapsel von Nitendra, die empfehle ich auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir uns noch an, was ich an Consumables habe. Und zwar habe ich einmal hier gespielt mit dem Fläschchen, großes Fläschchen der unendlichen Tiefen. Das skaliert tatsächlich am besten. Dann habe ich einmal das Schattenkernöl genommen. Dann hatte ich einmal hier das aktuelle Shadowlands Food mit Tempo. Es wäre besser, wenn ihr das BFA
Statfood nimmt, da gibt es so eine Blutwurst, die war hier auf dem Server aber nur so teuer, ich glaube 2.000-3.000 Gold pro Bufffood. Dann habe ich gesagt, komm, dann scheiße ich auf die Mainstat und nehme einfach das aktuelle Tempo-Food, das hat mir 30 Gold pro gekostet. Da bin ich halt auf die Low-Budget-Version gegangen. Wenn ihr es maximale rausholen wollt, holt euch diese Blutwurst, maximales Int-Food quasi. Dann eine Verstärkungsrune habe ich noch mitgenommen, die Kriegsrolle der Intelligenz für 3% mehr Int. Und dann hatte ich einmal Trommeln der tödlichen Wildheit gekauft, die ganz normalen Drums. Und ich habe gespielt mit Trank der verlängerten Macht. Das ist nicht der beste, es gibt noch andere, die besser sind. Aber der war halt günstig hier auf dem Server und der ist okayisch. Ja? Da gibt es verschiedene andere, die ihr theoretisch auch nehmen könnt, die vielleicht ein bisschen besser noch skalieren. Ich kann euch da was zeigen, das habe ich ja euch in meinem normalen Stat-Guide auch schon gezeigt. Auf WoWhead gibt es so eine Übersicht, was wie hoch skaliert. Zum Beispiel hier ist auch diese boranische Brutwurst, die relativ gut ist. Wir können das jetzt mal auch schnell auf Deutsch umstellen und dann können wir uns auch angucken, was es da noch an Alternativen an Tränken geben würde, die vielleicht sogar besser wären. Also überleben halt hier überlegener Kampftrank der Intelligenz, der wäre besser. Der war, glaube ich, aber auch sackisch teuer hier auf dem Server. Und dann, was ihr theoretisch auch ziehen könnt, jetzt muss ich mal gucken, das war, glaube ich, noch ein bisschen weiter oben. Gab es noch, ich hatte den hier genommen, den Trank der verlängerten Macht. Und dann gab es noch irgendeinen, der einen Proc-Effekt hatte, der auch gut war. Der ist jetzt aber, glaube ich, hier gar nicht aufgeführt. Ne, den finde ich jetzt gerade nicht. Egal. Da gab es noch einen, der halbwegs gut war, der quasi Direct Damage verursacht. Den könnt ihr theoretisch auch nehmen. Ja? Wie gesagt, ihr könnt aber auch einfach einen Inst-Proc nehmen, so wie ich. Das tut es tatsächlich auch. Gut, soweit jetzt zu den Consumables. Dings hatte ich euch auch gezeigt, die Talente bzw. das Gear. Dann würde ich sagen, schauen wir in den Mage Tower mal rein. Ich zeige euch einmal mal meinen erfolgreichen Run, beziehungsweise werde euch erstmal so ein bisschen erklären, also wie es gibt. Also die Set-Bonis, die sind ja... Moment, ich mute mich mal selber hier. Hier ist es ehrlich gesagt anders als bei den meisten anderen Mage-Towern. Ihr lauft quasi erstmal ein bisschen rein in das Geschehen und habt hier tatsächlich mal keinen Dialog. Also ihr müsst nicht warten, was sehr schick ist. Sobald ihr reingelaufen seid, denkt dran... Nicht wie ich, Gimp, stellt euch ein GS her. Ihr seht, ich habe schon wieder keinen GS hergestellt. Der ist auf jeden Fall nice to have, deswegen GS herstellen. Und was ich vergessen habe, holt euch auch einen Ausdauerpot. Das macht tatsächlich Sinn. Ja? Ich habe mir dann auch noch ein paar Makros erstellt. Die kann ich euch jetzt vielleicht noch zeigen, bevor wir hier anfangen. Fällt mir gerade ein. Ich habe mir nämlich insgesamt, ich glaube, 5 Makros erstellt. Genau, ich habe mir einmal... Hier seht ihr das erste Makro, ich habe das jetzt H1 genannt für Hexenmeister 1, Hashtag Show Tooltip, ne? Und dann Stopcast / Cast at Boss 2. Boss 2 ist nämlich der Wurm, werdet ihr gleich sehen, und 4. Wir müssen nämlich mit dem 4 einen Wurm unterbrechen und so müsst ihr den nicht ins Target nehmen, castet automatisch den 4 immer auf das gleiche Ziel, ist eine schicke Sache. Selbiges Makro habe ich mir gebastelt für den ersten Boss, und zwar caste ich da die Zaubersperre drauf. Den müssen wir nämlich unterbrechen. Der haut einen Spell raus, der sehr viel Schaden macht. Wenn ihr den nicht unterbrecht, seid ihr so gut wie tot. Dann habe ich mir für den zweiten Boss, das ist wiederum der Wurm, einen Makro gemacht, dass ich hier meine Verwüstung drauf haue, um den Damage ein bisschen auf beide zu spreaden. Dann habe ich mir ein Makro gemacht für Weltliche Angst, das ist der 4, auch für den ersten Boss, um ebenfalls den Zauber zu interrupten, nämlich mit dem Interrupt vom Teufelsjäger. Der solltet ihr übrigens jedes Mal holen, nicht den Leerwandler. Ebenfalls Makro gemacht. Ich werde euch die in die Infobox mit reinpacken. Dann habe ich mir noch einen Makro gemacht mit Target Teufels-Sog-Totem. Das ist ein Totem, das müssen wir zerstören. Und zwar mit dem Schattenbrand können wir das easy weghauen. Das ist ein Instant-Zauber. Das Totem hat ein Leben. Man muss es nur weghauen, sonst wird man gestunt. Ist eine praktische Sache. Und dann habe ich mir noch ein Makro gemacht, dass ich einen Instant-Self-Cast auf mich caste. Also mit diesem Makro. Ich ziehe mal das mal, kommt nochmal kurz in die Leiste, macht einfach folgendes, es castet, egal wo ich meinen Cursor habe, seht ihr, castet diesen Stun, den wir haben, hier den Schattenvorer, immer auf meine Position. Ja? Wir haben nämlich einen Boss, der uns nachläuft,
der ist immer an unseren Hacken dran, weil wir nicht den Leerwandler haben. Und dann wird er automatisch gestunt. Der hat einen relativ kurzen Cast, den müssen wir mit allen Mitteln unterbrechen. Und teilweise ist quasi unsere Zaubersperre als auch unser Instant 4 auf Cooldown. Dann müssen wir den unterbrechen. Und wenn ihr dann erstmal noch mit dem Cursor da hinklickt, das dauert zu lang. Dann kommt sein Cast durch, ihr seid instant tot und das war's. Ne? Deswegen, diese Makros, ihr braucht sie nicht unbedingt. Für mich hat es das um einiges leichter gemacht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Ihr seht am Anfang, wir haben hier zwei Gegner. Wir haben einmal einen Wurm und wir haben einmal einen, so einen Tauren. Und diese beiden Gegner gilt es zu töten. Es müssen beide sterben und ihr habt gewonnen. Es gibt genau eine, eine lange Phase quasi, die eine kleine Intermission hat, ja. Also es ist hier nicht, dass es 10 verschiedene Phasen gibt, wie zum Beispiel in der Heiler-Challenge. Und am Anfang ziehe ich einfach hier mein CD-Makro. Da habe ich unter anderem mein Trinket drin, diese Glocke, dann habe ich meinen Pot drin und ich habe quasi meinen Cooldown, den wir mitgeskillt haben und zock auf den Boss hier drauf. Und jetzt gibt es ein paar Fähigkeiten, die wir zu beachten haben. Ja? Wir haben erstmal einen Cast, den der Boss castet und diesen Cast müssen wir unterbrechen, den werde ich euch gleich zeigen. Und dann haben wir den Wurm da hinten, der castet auch was wir nicht unterbrechen können und den müssen wir mit dem 4 unterbrechen. Schau mal, da haben wir diesen Cast, den müssen wir unterbrechen. Ne, das ist auch der einzige, den er quasi castet. Und den ersten unterbrecht ihr am besten mit dem Interrupt vom Teufelsjäger, deswegen unser Makro. Da müsst ihr da einfach nur auf das Makro hauen und der wird instant unterbrochen, egal welchen ihr im Target habt. Und wenn ihr den nochmal castet, ihr castet dann wieder, haut ihr den 4 drauf, ist auch instant, wird unterbrochen, easy. Na? Und dann haben wir eigentlich wieder unseren Interrupt vom Teufelsjäger ready und können ihn wieder unterbrechen. Wenn der durchkommt, der macht etwa so viel Schaden, dass ihr, wenn ihr voll Leben habt, auf 5% runterdroppt. Also, wenn ihr komplett voll seid, könnt ihr es überleben, aber er sollte nicht durchkommen. Da haben wir wieder den Cast, einfach unterbrechen, ja. Das so weit, so gut. Das ist das Wichtigste, was ihr im Kampf hier machen müsst. Das Zweite, was wir haben, immer wenn der Wurm da ist, ihr seht, da hinten haben wir ihn gerade wieder, er castet, einen Silence, den castet er relativ lang und diesen Silence habt ihr zwei Optionen. Wenn dann, ihr castet den 4 auf ihn, dass sein Silence unterbrochen wird, oder ihr castet während des Silence nichts, dann werdet ihr auch nicht gesilenced. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ihr diesen Silence-Cast durchkriegt, der macht auch ganz gut Schaden, vielleicht so 1000 Damage. Das kann man auch ein paar Mal durchlassen, aber ihr kriegt dann halt immer Damage. Besser ist, wenn ihr ihn 4 und es quasi, dann könnt ihr das komplett rausnehmen, den Schaden damit. Ich habe ein paar Mal durchgelassen, wenn mir der 4 nicht aufgegangen ist, dann könnt ihr ihn auch durchlassen. Soweit zu den zwei Grundfähigkeiten. Sobald der Wurm hochkommt, castet er als erstes immer seinen Silence-Cast. Also er kommt hoch und dann könnt ihr eigentlich direkt schon mal euren 4 drücken und ihn quasi einmal mit wegfieren. Ja? Gut, soweit, so gut. Ihr habt hier dieses X, was ihr seht, da kommen einfach Stacheln raus, da müsst ihr rauslaufen. Es dauert relativ lang, bis die Brocken. Ihr seht, da haben wir wieder so ein Silence, einfach wieder den 4 drauf und weg ist der Typ. Ja? Und das ist quasi die normale Phase, die wir haben, wo der Wurm da ist und der Typ. Und dann gibt es halt diese Ad-Phase. Hier hinten haben wir das Totem. Das müsst ihr quasi einfach einen Schaden drauf machen. Und da lohnt sich halt unser Schattenspell, der instant drauf geht. Und deswegen habe ich mir da das Makro gemacht mit dem Target des Totem. Einfach einmal draufdrücken, instant down und gut ist es. Und hier haben wir jetzt quasi die Phase, wo diese Würmer kommen. Und hier ist es so, dass in der Mitte insgesamt drei Petals oder drei so Pats mit so Würmern spawnen oder so Eiern. Und wenn man diese Eier nicht schnell genug tötet, kommen da Würmer raus. Und hier ist es so, dass ihr am besten, wenn ihr dieses Kapseltrinket habt, wie ich das habt, in die Mitte von diesen Ads lauft, dieses Kapseltrinket reinhaut, dann den Kataklysmus drauf castet. Am besten, wenn ihr habt den Feuerregen und wenn es ready ist, auch noch die Teufelsbestie. Ja, oder die Höllenbestie, so rum heißt die. Also da komplett einer eh raus. Dann ticken diese Würmer relativ low. Und sobald die low sind, mit diesem Schattenzauber da einfach die alle finishen, dann kriegt ihr eure Seelensplitter auch zurück und könnt die relativ easy wegmachen. Ja? Mehr ist es eigentlich nicht. Also die können nicht viel. Ihr seht, da spawnen sie wieder. Ich laufe in die Mitte, hau mein Trinket drauf, hau den Kataklysmus drauf, den Feuerring hau ich drauf und die Höllenbestie hau ich da auch noch mit drauf. Und da ticken die schon relativ low. Dann kommt wieder der Zauber, der wird unterbrochen. Jetzt visiere ich alle an mit diesem Schattenvorrat-Zauber da einmal. Ich glaube, das heißt nicht Schattenvorrat, ich muss es mal kurz nachschauen, wie das heißt. Ich spiele kaum Warlock. Schattenbrand heißt es, dass ich euch keinen Kack erzähle. Genau, den Schattenbrand meine ich. Mit dem könnt ihr quasi dann immer wegfinishen, wenn die low sind. Und dann ist es eigentlich easy, also dann müsst ihr nicht sonderlich viel machen. So, jetzt kommt noch eins der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt. Dieser Wurm hat am Anfang, wenn der Kampf losgeht, insgesamt 9 Stacks von einem
Buff drauf. Ne? Diese 9 Stacks tun jeweils seinen Schaden um insgesamt 90% verringern. Heißt, ihr könnt am Anfang fast keinen Schaden auf ihn wirken. Und diese Stacks bekommt ihr dadurch weg, dass ihr in dieser Intermission-Phase, wo der Wurm abtaucht und diese Adds weghauen könnt, den Wurm ein bisschen leitet. Ihr seht, er taucht ab und jetzt seht ihr dieses Geröll, was hier quasi so rumfleucht. Wir können es jetzt mal kurz stoppen. Hier, da flitzt der Wurm rum. Wenn der euch erwischt, dann stunt er euch kurz und macht ganz ein bisschen Schaden. Also das sind vielleicht 1000, 2000 Schaden. Das ist nicht wenig, aber es ist nicht übertrieben viel. Er sollte euch aber am besten nicht erwischen, weil wenn ihr kurz weggestunt ist, könnt ihr die anderen Sachen vielleicht nicht interrupten und verreckt dann. Ne? Und das Ziel ist es quasi, diesen Wurm durch diese Steine hier durchzubringen. Ihr seht, es sind die Adds da. Ne? Die Adds müssen wir ja weggehen, aber es sind auch diese Steine. Und jedes Mal, wenn der Wurm durch einen Stein durchflitzt, verliert er einen von seinen Stacks. Und am Anfang ist es wichtiger, immer wenn er untertaucht, dass er alle Steine wegräumt, als dass ihr auf den Boss Schaden macht. Es ist ganz wichtig, dass ihr die Stacks wegkriegt. Und wenn ihr hier in der Mitte steht, er taucht kurz auf. Und jetzt geht er dahin, wo ich gerade stand. Und ich sehe, ihr habt ihn durch einen Stein durchgebracht. Ne? Und jetzt an dem Punkt habe ich, glaube ich, schon alle Stacks von ihm runtergekriegt, also ist nicht mehr so wichtig, aber ihr solltet euch immer in der Nähe von den Steinen hinstellen und schauen, wann der Wurm hoch einmal auftaucht und ihn dann so lenken, dass er durch die Steine durchgeht. Am besten schauen, dass ihr euch dann so hinstellt, jetzt ist er da vorbeigegangen, aber ich habe ihn wahrscheinlich hier schon abgesteckt, also da hat er wahrscheinlich gar keine Stacks mehr. Und jetzt, sobald ihr den Wurm auf nur ein paar also wenn ihr den Wurm abgesteckt habt und ihr hier keine Buffs mehr habt, dass er weniger Schaden kriegt, schaut ihr, dass ihr den Wurm runterkriegt, dass der Wurm relativ low ist und der Boss relativ low ist und dann beide, ihr müsst ihn nicht gleichzeitig töten, ne? Aber dass die auf jeden Fall beide low sind, dass wenn der erste stirbt, der zweite auf jeden Fall auch im gewissen Abstand down ist, denn sobald ihr einen von beiden tötet, kriegen die Mobs einen Enrage-Buff. Die machen dann, ich glaube, 150% mehr Damage oder vielleicht noch ein bisschen mehr und ihr solltet dann auf jeden Fall schauen, dass ihr den Tauren als erstes tötet und kurz danach den Wurm umboxt. Ja. Wichtig ist halt, je nachdem, wie leicht oder schwer euch das fällt, den Typen immer zu unterbrechen, könnt ihr es auch relativ knapp machen, dass ihr beide auf 10% bringt und dann einen tötet. Oder ihr könnt auch den Wurm auf 50 lassen und ihn dann runterbredeln. Ihr habt ja den Lebenssauger und da geht es eigentlich ganz gut, dass ihr euch ein bisschen auch gegenheilt könnt, auch wenn der im Enrage ist. Ne? Wichtig ist halt, dieses Totem immer wegräumen. Wenn das Totem durchcastet, das hier hinten gestellt wurde, dann werdet ihr 5 Sekunden gestunt und das war es dann eigentlich. Weil dann könnt ihr den Typen nicht mehr unterbrechen. Der Boss zieht hier durch und das sollte auf keinen Fall passieren. Deswegen haben wir uns da das Makro gemacht, dass wir mit dem Schatten-Spell da instant das anvisieren können. Wir hauen das instant weg und dann hat sich das. Ne? Dann habt ihr da überhaupt keine Probleme. So, ich gucke jetzt, dass ich auf dem Boss, der die ganze Zeit bei 10% ist, wie ihr seht, dass ich den eigentlich nur immer mit meinem Lebenssauger absaug, dass ich halt quasi mein Leben hochkriege. Und ihn aber nicht weiter großartig runter DPS, denn ich muss den Wurm noch ein bisschen weiter runter kriegen, der ist jetzt bei mir auf 36%, ich will es halt jetzt halbwegs sicher spielen, ne? Was auch noch ein großer Tipp ist, wo ich die meiste Zeit dran gestorben bin, ist tatsächlich, dass ich beides auf Cooldown hatte, sowohl mein Instant 4 als auch mein Interrupt und immer wenn ihr seht, ihr habt beides auf Cooldown, dass ihr schon mal mit dem Schattenvorrohr euch bereithaltet. Und dass ihr das Instant drückt, denn wir casten den Schatten vor, glaube ich, 1,5 Sekunden, zumindest mit meinem Tempo-Gear ist das etwa so. Und er hat einen Ticken länger Cast. Ne? Also sobald ihr beides auf Cooldown habt, haltet euch bereit, dass ihr Instant den Schatten vorher drücken könnt. Weil wenn er, wie gesagt, wenn er durchcastet, ihr seid halt tot. Ne? Wenn ihr merkt, ihr schafft es nicht mehr, ihn zu unterbrechen, zieht euren Dev-CD, zieht euren Gesu, zieht euren Heilpot. Also ihr müsst wirklich komplett voll sein. Und wenn ihr den Dev-CD habt, dann solltet ihr vielleicht 60% von eurem Leben weghauen. Ne? Also dann geht es so ganz knapp. Und ihr seht, ich versuche jetzt hier auf den Kollegen keinen Damage mehr zu machen, um möglichst nur noch die Adds zu töten, um dann auf den Wurm durchzuziehen. Das Problem ist, er tickt mir jetzt hier leider tot, weil ich die Würmer noch killen muss. Mein Pet ist da leider auch noch drauf. Also der wird jetzt gleich sterben. Aber der Wurm hat jetzt bei mir noch 23%. Und jetzt müssen wir halt am Ende gucken, dass wir den Wurm weg-DPSen. Er castet nochmal sein Silence. Das tun wir einmal nochmal wegfieren. Ihn haben wir auch nochmal weggefeiert. Und jetzt versuche ich den halt einfach runter zu DPSen. Ziehe jetzt hier auch die Drums. Ne? Also wenn er low ist, der Wurm auch relativ low ist, er nochmal aufgetaucht wird, die Drums ziehen, meine CDs drauf und gib ihm. Ja?
nochmal hier das unterbrechen, ihn quasi nochmal countern und dann einfach nur auf den Wurm draufcasten. Ne? Hinten haben wir nochmal das Totem, einmal umdrehen, mit dem Makro-Instant weghauen. Jetzt kommen nochmal die Ads und ich glaube, im Cleave wird er jetzt sterben. Ja? Er ist jetzt gerippt. Mein Wurm hat jetzt nur 7%, also nicht sonderlich viel. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich jetzt auch nicht treffen lasse von seinem Rumgewühle. Das macht nämlich dann auch mehr Schaden, weil er jetzt schon den Damage-Buff quasi drauf hat. So, jetzt habe ich hier quasi nichts mehr zu tun. Wichtig ist, dass ihr am besten Full Life habt, wenn ihr in die Phase geht, wenn er den Enrage hat. Aber ihr seht, meiner hat jetzt nur 7% mehr, 7% Life, also nicht sonderlich viel. Und jetzt muss ich ihn einfach runter DPSen. Ihr seht, da hat er den Enrage-Effekt drauf. Ich lasse den jetzt einmal durch, seht ihr? Der hat 50% von meinem Leben weggehauen. Also das ist einiges. Und jetzt DPSen wir den runter und dann war es das eigentlich. Ja? Ihr seht hier, Achievement ist aufgeprockt. Eigentlich relativ easy, es passiert immer das gleiche, ne? Es sind eigentlich bloß drei Spells, die ihr unterbrechen musst, Totem weghauen, Ads weggehen und sonst kontinuierlich Schaden machen. Mehr ist es tatsächlich nicht, aber wenn ihr es einmal verkackt, vor allem bei dem Tauren, dann ist halt relativ schnell Feierabend. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, ich habe euch alle Spells vernünftig erklären können und ja, sollte noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein, könnt ihr selbstverständlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn noch was unklar ist. Ich versuche es dann zu beantworten. Sonst werde ich euch noch die Playlist mit den anderen Mage Tower Guides verlinken. Ich habe ja mittlerweile alle vom Druid gemacht, jetzt die vom Hexer, hier die Destro und in Zukunft werde ich noch ein paar andere machen. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht in einem von den anderen Videos wieder. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.